Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Ich habe es angekündigt, in diesem Level werden wir uns ein Überleben-Video bzw. ein Überleben-Level angucken. Warum sage ich Video? Wahrscheinlich, weil ich so Video-verrückt bin. Und wir fangen natürlich an mit Überleben-Tag, denn das kennen wir natürlich schon. Und wie ihr seht, es sind nur die Standard-Zombies. Das macht das Level jetzt nicht unbedingt besonders schwierig, deswegen werden wir Standard-Sachen hier jetzt mal nehmen. Die MG-Erbse nehmen wir rein, wir nehmen das Zunderholz rein. Wir nehmen vielleicht auch mal das Melonenkatapult, ist glaube ich auch nicht verkehrt. Nee, wartet mal. Wir nehmen die Ringelblume mit rein. In diesem Level haben wir nämlich die Chance dazu. Ich weiß gar nicht, wie viele Waves es sind. Sind es 3 oder 2? Kannst du 5 Flaggen lang überleben? Also 5? 5 Waves? Na gut, aber es sind ja nur die Standard-Zombies. Ne? Also bis zum Eimer-Zombie hoch. Das sollten wir hinkriegen. Da kommt schon der Erste. Wir könnten eine Ringelblume bauen. Beziehungsweise pflanzen. Das werden wir demnächst auch tun. Weil ich glaube, dass ich so viele Sonnenblumen gar nicht brauche. Wir können sie ja verbessern durch die Doppelsonnenblume. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Verteidigung hier. Jo. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ringelblümchen. Mal sehen, ob die sich lohnt. Okay, das sind schon mal 10. Wow. 10 Gold gekriegt. Unfassbar. Genauso viel wie durch den Zombie eben, Ringelblume. Du musst dich mal etwas mehr ins Zeug legen. Und der Vorteil von so einem Level ist natürlich, dass die relativ lang sind. Und die Ringelblumen dementsprechend, jetzt sind wir schon bei 100. Nee, gar nicht wahr. Bei 60. Die Ringelblumen haben so natürlich mehr Chance zu glänzen. Ja. Lohnt sich halt, je länger sich ein Level zieht. Dementsprechend. Jetzt brauchen wir hier so einen. Stört mich gerade, dass wir eine vollkommen ungeschützte Lane haben. Aber es ist halt nicht zu ändern. Ja, und genau in der Lane bricht jetzt die Scheiße über uns rein. Kriegen wir noch einen Duplinator zustande? Bitte? Ja. Der müsste damit klarkommen. Sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus. Ab jetzt werden nur noch Duplinatoren gebaut. Erbsenkanonen bringen mich jetzt nicht mehr sonderlich weiter. Ich muss aber gleich darauf achten, dass ich hier noch eine Doppelsonnenblume hinkriege. Ja. Gibt es eigentlich Doppelringelblumen? Ich glaube nicht. Die bleiben so, wie sie sind. Thank you, thank you. Ich meine, es ist nicht schlecht, um ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Ihr habt ja gesehen, wir brauchen noch so viel Kohle. Allein für den 10. Platz, der dann noch offen steht, bräuchten wir theoretisch 80.000 Gold. Und dann gibt es noch diese beiden anderen Zen-Garten, einen unter Wasser, einen des Nachts. Und da sind das dann locker auch nochmal irgendwie 60.000, die man braucht. Und dann gibt es auch noch den Baum der Weisheit da. Also... es ist schon nicht ganz ohne, was man da im Endeffekt dann am Ende braucht. An Geld, um sich das alles leisten zu können. Deswegen kann man sogar überlegen, da kommen noch mehr Zombies, ja. Man kann überlegen, ob man am Ende nach und nach mehr Sonnenblumen austauscht. Ah, das ändert sich also auch. Das ändert sich tatsächlich.
Und wir werden jetzt nur noch den nehmen. Weil wir ja schon eine funktionierende Economy haben. Das ist so interessant. Ich nehme mal vielleicht das Melonenkatapult rein. Ja. Dass man das immer wieder durchwechseln kann, ist interessant. Sehr interessant sogar. Versucht es ruhig, Zombies. Es wird nicht einfacher für euch. Danke. Ah, ich hatte wirklich nicht mehr im Kopf, wie der Modus genau funktioniert. Jetzt wissen wir es. Hier unten fange ich jetzt mal mit der ersten MG-Erbse an. Die ist schon krass. In der Lane brauchen wir jetzt erstmal keine großartige Hilfe. Den müssten die Duplinatoren aber auch klein kriegen. Oh, das Schild ist auch gleich down. Jo. Die MG-Erbsen sollten wir auch immer bauen, direkt dann, wenn die Abklingzeit vorüber ist. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, ein Goldstück verschwendet. Jo. Vielleicht können wir hier jetzt schon damit anfangen und damit. Und so habe ich das dann im Prinzip am Endeffekt. Warum? Die Maus kackt gerade wieder ab. Hallo? Hallo? Ich glaube, ihr hört. Ja. Hä? Also keine Ahnung, wie dieser Bug irgendwie zustande kommt. Das hatte ich, glaube ich, in einem der letzten Videos auch schon mal. Aber solange das Spiel dabei nicht abstürzt, soll mir das egal sein. So soll die Verteidigung dann im Endeffekt immer aussehen, dass ich am Anfang nur Hochwallnuss habe und dahinter extrem viele starke MG-Erbsen im besten Fall, die dann dafür sorgen, dass alles, was sich nähert, stirbt. Zumal sie ja noch verstärkt werden durch die Zunderhölzer. Okay, das habe ich noch hingekriegt. Auch da haben wir nichts Neues zu befürchten. Das heißt, wir brauchen die und die. Und ach, was soll's. Nehmen wir nochmal die dazu. Falls wir in einer Lane Ärger kriegen. Wovon ich jetzt gerade nicht unbedingt mehr ausgehe. Next. Ich tausche die schon mal aus durch die Ringeblume. In der Lane bräuchte ich gleich noch irgendwie ein bisschen Hilfe, das ist noch nicht stark genug. Der Eimer-Zombie, der wird dann noch zu schwach aufgehalten. Der Rest funktioniert aber schon recht tadellos. Jetzt mir da noch einen hin. So, und jetzt tausche ich das nochmal aus durch eine Ringelblume. So einen noch. Jetzt haben wir nur noch in einer Lane keine MG-Erbse. Wie wäre es, wenn wir hier jetzt auch mal das Zunderholz hinsetzen und eine Hochwallnuss? Man sollte meinen, dass das ausreicht, um das Level bestehen zu können. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt keine Gargantua-Zombies auftauchen in der nächsten Lane oder so. In der nächsten Wave meine ich vielmehr. Denn
wir kommen ja gleich schon wieder zur nächsten Flagge. Es ist halt echt saukrass. Ich meine, guckt euch das an. Irgendwann kommen die Zombies da einfach nicht mehr durch. Zumindest nicht diese Zombies. Es müssten dann andere Zombies sein. Ja, da kommen noch mehr Zombies. Und der fällt noch um. Was haben wir dieses Mal? Stabhochsprung-Zombies, Tanz-Zombies, die Football-Zombies. Kann mir ehrlich gesagt alles egal sein. Wir brauchen nur die. Wir brauchen das. Und oh, weiß auch nicht. Die könnte man übrigens noch davor setzen, die Verbesserung davon sogar. Damit es noch extremer wird. Dann stehen die Zombies da im Prinzip alle vor der Mauer und kommen nicht rein. Und versuchen sie einzureißen und kassieren noch Schaden, während sie davor stehen. Man muss jetzt auch natürlich aufpassen, dass man hier keine Münzen verpasst, weil die so schnell sterben. Wie die fliegen. So. Jetzt können wir hier anfangen, auch noch einen Kürbis vorzusetzen. Damit die noch weniger Schaden nehmen. Da haben wir den Tanzzombie. Der direkt mal ein bisschen nervig ist. Aber nicht so nervig, dass ich ihn nicht unter Kontrolle kriegen könnte. Die nächste MG-Erbse. Die erste Lane mit 2 Stück davon. Der braucht dringend Schutz. Und selbst der Football-Zombie hält nicht ewig lange durch. Es kommen noch mehr Zombies. Schön. Mir wurde gerade langweilig. Ja. Auch keinen davon müssen wir in irgendeiner Art und Weise befürchten oder vor Angst haben. Gleiche Prozedere wie vorhin. Und so schnell wie sie kommen, sind sie auch schon wieder tot. Es ist einfach unfucking fassbar. Seht ihr das? Ich meine, es ist sterben wie Fliegen. Und das ist eine meiner liebsten Verteidigungsarten. Tatsächlich kann man das noch besser machen, indem man diese riesige Kornkanone nimmt. Oh, Pflanze für den Zen-Garten. Auch das ist sehr cool. Das ist, was ich sagen wollte. Man kann es noch besser machen, indem man diese Kornkanonen kauft, die ja unfassbar teuer sind. Die kosten 500 als Erweiterung. Jetzt haben sie tatsächlich die Hochwollnuss reingekriegt. Und diese Kornkanonen, die lösen vernichtende Angriffe aus, die selbst in Masse einen Gargantua-Zombie zu Fall bringen können. Das muss man erstmal schaffen. So, die letzte Wave, meine Freunde. Die letzte Wave. Sollen sie kommen? Sollen sie es versuchen? Das freest gerade mega. Es geht runter auf 25 FPS. Was für eine Schande. Ich bin übrigens froh, dass es noch keine stärkeren Mauern gibt. Sonst wäre es noch einfacher. Danke. Danke für die Blumen sozusagen. Schick. Neuer Überleben-Modus freigeschaltet und es ist Überleben im Nebel. Holy shit. So, hier müssen wir erstmal was tun. Das ist die neue Pflanze, die wir bekommen haben. Wir wissen nicht, um was für eine Pflanze es sich handelt. Es muss keine Ringelblume sein.
Es kann tatsächlich auch etwas anderes sein. Deswegen sind wir da ganz besonders gespannt. Ich kaufe mal noch keine neue Pflanze. Kann nämlich sein, dass wir gleich dieses Insektenspray oder so dazu kaufen müssen. Die Pflanzen wollen nämlich hier später auch noch Insektenspray haben und so. Musik wollen sie übrigens nachher auch noch haben. Oh Gott, die sind so anspruchsvoll. Es ist eine kleine Sonnenblume. Wie schön. Cool. Sehr, sehr schön. Ansonsten will sie aber, glaube ich, aktuell nichts. Deswegen kaufe ich mir doch mal eine neue Blume. Das ist wieder eine Ringelblume. Ringelblume, ich gebe dir 3000 dafür. Nö. Lohnt sich noch nicht. Ich glaube, nachher kriegt man 5000 für die Ringelblumen. Oder? Weiß ich gar nicht. 3000 ist auf jeden Fall zu wenig. Wir warten bei den Ringelblumen noch, ob sich das mehr lohnt noch. Manche Investitionen muss man halt melken eine ganze Weile lang. Komm. Thanks. Und jetzt willst du Dünger. Ich weiß es doch. Komm schon. Nein, kein Wasser. Ich lag wieder falsch. Der Zen-Garten ist so schön entspannt, finde ich, mit dieser Musik und so. Ach, das hat schon was. So. Können wir jetzt endlich gehen. Überleben Pool. Wie ihr seht, auch hier erstmal nur Standard-Zombies. Blab, blab. 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 Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich was bringt mit den Ringelblumen. Also ob man viel von der Investition hat. Auch hier müssten es 5 Flaggen sein, die wir überleben müssen. Ich werde gleich vorgehen. Oh nein, der erste Zombie. Er kommt geschwind. Er möchte Ärger. Ich bin aber kein Kind. Deswegen trete ich ihm in die Eier. Diesem Schlaumeier. Gut, dass ich nie Dichter geworden bin. Als hätte ich das geschafft. Ringelblümchen. Hier können wir sogar mehr Ringelblumen bauen. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier auch mehr Platz für Sonnenblumen haben. Oh, sogar eine goldene. Ich mag alle Sonnenblumen, die mir goldene. Goldene, schöne. Münzen bringen. Verdammt, ich habe nicht symmetrisch gebaut. Nein! Der Untergang des Abendlandes. Ich glaube, hier brauche ich erstmal 3. Oh. Das da vorne habe ich gerade irgendwie komplett übersehen. Müsste aber trotzdem noch reichen. Nur hier reicht es nicht. Ringelblümchen. So. Eine Grundverteidigung ist gebildet.
Natürlich ist diese nicht stark genug. Das muss ich euch als mittlerweile Plants vs. Zombies Experten ja nicht erklären, warum das so ist. Bauen wir hier direkt mal einen Duplinator. Ich finde es übrigens schade, dass man nicht die Möglichkeit hat, die Erbsenkanonen quasi abzugraden zu Duplinatoren, weil so verschwendet man dann immer 100, die man nicht wieder reinvestiert. Wobei, es ist auch so leicht genug eigentlich. Dürftet ihr ja auch merken, also ich gerade hier nicht gerade an meine Skillgrenzen. Wobei man das Spiel nicht unterschätzen sollte. Später wird es vielleicht nicht mehr so einfach. Wer weiß das schon? Ich würde wenigstens gerne eine MG-Erbse haben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nimm diese Seerose, aber lass mich in Frieden. Nimm diese weitere Seerose, aber lass mich in Frieden. Das ist äußerst blöd für mich. Ja, das ist jetzt nicht wirklich optimal gelaufen, aber es ist halt so. Okay, nächstes. Stabhochsprung-Zombies. Ich baue die lieber nochmal. Wir müssen uns jetzt erstmal um eine anständige Verteidigung kümmern, sonst kriege ich Probleme. Die Ringelblume lasse ich jetzt erstmal außen vor. So. We need more double sunflowers. Thanks. Wir müssen jetzt den Ausbau der inneren Sicherheit, der inneren Verteidigung voranbringen. Wir haben Lanes, die nur unzureichlich geschützt werden. Beispielsweise diese hier unten. Hier muss mehr getan werden. Diese hier ist auch schlecht. Die ist sogar äußerst schlecht. Da muss ein Duplinator hin. Oh, danke. Danke. Wie wäre es mit dem Bau einer weiteren MG-Erbse? Wo brauchen wir die gerade am dringendsten? Da. Weil die Lane auch so schwach ist. Auch mit einer der schwächsten, die wir haben. Den sollten wir eigentlich so tot kriegen, oder? Oder? Toll, jetzt kommt da unten natürlich. Alter. Jetzt reicht's. Das kann ich nicht verstehen. Los, schieß auf ihn. Schluss mit Brains und den ganzen Kram. Jetzt wird mal Tacheles geredet, ihr Zombies. Los, Welle von Zombies. Komm doch. Wenn du glaubst, du kannst mich aufhalten. Das ist schlecht. Bonk. Das da unten ist auch äußerst schlecht. Da brauchen wir jetzt mal den Kürbis. Ansonsten überstehe ich das nicht.
Gebt euch überhaupt keine Mühe. Es hat nämlich keinen Sinn. Doch, wahrscheinlich hat es sogar Sinn. So eine Scheiße. Der Kürbis. Er nimmt zu viel Schaden auf einmal. Jetzt haben wir den Salat. Ha! Weg mit der Duplinator hin. Was? Ich bin noch nicht mal fertig mit den Zombies und er überspringt schon. Tauchzombies und Footballzombies. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr mich aufhalten könntet. Ich werde einfach unbeirrt in meiner Strategie fortfahren und euch einfach zerstören. Wir haben momentan das Problem, dass unsere Wasserwaves sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Daran muss sich etwas ändern. Es sind die einzigen Waves, wo man sagen muss, Alter. So geht das nicht. Und diese hier ist vielleicht auch nicht unbedingt die stärkste. Wie wir gerade sehen. Man sieht ja direkt, wo es hängt. Ne? Das ist ja der Vorteil. Den. Der springt einfach drüber hinweg. Ha! Schnell genug aufgehalten. Gerade in den Waves, wo es einfach nur scheiße läuft, ne? Da kommen die dann auf einmal an. Und wollen mega den Ärger machen. Wir brauchen noch mehr MG-Erbsen. Und wir brauchen unbedingt auch noch ein Zunderholz. Und zwar da unten. Jetzt reicht's mir. Jetzt handhaben wir das halt so. Eine Riesenwelle von Zombies. Toll. Aus dem Wasser. So. Oh nein, das Zunderholz ist es weg. Mein Bauen ist gerade ein einziges Flickwerk. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Na, mit denen habe ich auch keine Probleme. Ich schätze, das ist okay. Ich bin aber besorgt. Trotzdem. Wir brauchen hier noch eine MG-Erbse. Wir brauchen an sich hier ein Zunderholz. Wir brauchen eine Doppelsonnenblume noch dazu. Wir brauchen jetzt hier Verteidigung, und zwar ganz vorne. Und wir brauchen dringend in der Wave. Hier ganz unten. Auch eine MG-Erbse. Jetzt können wir sie bauen. Bitte schön. Und wir brauchen hier einen Kürbis. Damit da erstmal nichts passieren kann. Wobei, jetzt können wir auch das davor setzen. Ja, scheiß Tanzzombie, ich hasse ihn. So, und jetzt müssen wir mal unsere Waves hier, unsere Lanes dem Wasser auf Vordermann bringen. So. Da einen davor. Statt dem bauen wir jetzt den dahin. Und hier vor bauen wir einen davor.
herausstellt, war das gar nicht so blöd. So. Letzte Flagge, die wir jetzt in diesem Überleben-Modus brauchen. Gut, nichts, was mich abfuckt. Schön. Alles ist gut, solange es keine Gargantua-Zombies sind. Nein, den Glückspilz brauche ich nicht. Den Schnapper, nein. Jalapeno. Falls es irgendwie so eine Problem-Wave geben wird, aber aktuell sieht es nicht mehr so aus, als hätten wir diese Probleme. Tauschen wir den aus durch einen Duplinator. Hier oben ist ein bisschen schwach. Das mit dem Schwach hat sich hier oben jetzt hoffentlich erledigt. Mit zwei MG-Erbsen. A8 Schüsse, die verstärkt werden durch den, also quasi 16 Schüsse. Also selbst die Zombies mit den Gittern kommen da irgendwann nicht mehr anständig mit. Jetzt fressen sie sich aber, glaube ich, gleich durch. Deshalb habe ich da jetzt mal zusätzlich verstärkt. Jetzt haben wir das Problem unter Kontrolle gebracht. Oh, ich dachte gerade, hä? Aber gut, es kommt ja noch eine Welle. Dann sollen sie es mal bringen. Bring it on, bitch! Okay, das ist... Das ist ganz mies. Das ist ein ganz, ganz miese Arm. Ich kann euch einfach wegsprengen, wenn ich keine Lust mehr auf euch habe. Euch ist das klar, oder? Offenbar. Ha! Damit haben wir schon den zweiten Überlebensmodus geschafft. Und jetzt haben wir das Dach freigespielt. Hier seht ihr, dass da ziemlich viele Zombies abgebildet werden. Das ist auch ein Überleben-Tag-Modus, aber ich glaube ein Extrem-Modus in irgendeiner Art und Weise. Und der ist halt... Wow, wow, wow. Ja, bis wir das alles geschafft haben, da vergeht einiges an Zeit. Und einiges an Nerven auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, wenn man diese Verteidigung erstmal anständig etabliert hat, die wir jetzt schon in den zwei Überleben-Modi hatten, dann kommt man da auch so schnell eigentlich nicht mehr durch. Die Gefahr sind dann natürlich diese Spezialzombies. Und ich glaube, ich setze die vorderste Verteidigungsreihe auch zu weit nach vorne. Also man müsste im Prinzip einen zurückgehen und dafür dann davor setzen diese Stacheldinger, die dann zum Beispiel auch die Zomboni aufhalten können. Und jetzt kommen wir leider zum Problem, dass wir dieses Grammophon hier noch nicht haben. Und es kostet einfach 15.000. Die habe ich aktuell nicht. Wie viel bringt denn die Sonnenblume? Die bringt jetzt schon 3.000. Ne? Nur damit ihr das mal gehört habt. Die will jetzt hier das Spray. Und jetzt ist sie total glücklich. Das bedeutet, glaube ich, dass sie jetzt kontinuierlich Gold spuckt. Bin ich mir gar nicht sicher. Können wir ja mal schauen. Vielleicht passiert da ja noch was. Sie bringt immer noch nur 3.000. Ich glaube, das ist bei den Ringelblumen echt noch steigerbar. Ich glaube, bis auf 5.000. Mehr weiß ich gerade nicht. Kommt mir das nur so vor oder ist es hier heller, weil die Sonnenblume hier ist? Sieht irgendwie nice aus. Naja, wir beenden erstmal das Video und beim nächsten Mal, ja, mal sehen, entweder Minispiele oder Rätselmodus oder Überlebenmodus. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.